Schloss Leonberg. Ein Ort tödlicher Intrigen, mörderischer Eifersucht und dunkler Geheimnisse. Kein Wunder, dass nur selten ein Gast den Besuch überlebt, trotz der herzlichen Begrüßung durch die Schlossgesellschaft. Baronin Elisabeth von Porz, stolze Erbin von Schloss Leonberg. Friedrich Wilhelm von Gatow, Oberst der Fremdenlegion und ihr treu ergeben. Pfarrer Clemens Grün, der sich nicht nur um seine Seele sorgt. Dr. Peter Blom, Gutsverwalter und Restaurator des Schlosses und eng befreundet mit Gloria Thorbach, selbstbewusste Stieftochter der Baronin. Und Helene Weiß, Köchin und guter Geist des Hauses. Viele Leichen für Hauptkommissar Rolf Thaller. Heute empfängt Schloss Leonberg. Ich möchte bloß diesen pulverisierten Kuhmilz oder was das ist loswerden. Ich fühle mich, als hätte ich eine Gesichtsmaske aus Dreck. Zu ihrer Sicherheit begleitet sie Gundis Zambo. Na, das ist ja ein Empfang. Vielen herzlichen Dank. Herzlich willkommen zu Hause, liebe Zuschauer, bei Cluedo, dem Mörderspiel. Ich freue mich, dass Sie mitspielen. Eine Schlange, liebe Zuschauer, ist rein biologisch gesehen ein völlig harmloses Schuppenkriechtier. Ihr Biss aber, der kann tödlich sein. Es sei denn, man fällt schon vom Anblick allein tot um. Auf Schloss Leonberg ist heute ein ganzes Rudel solcher Schlangen zu Gast. Und eine Reporterin, die mindestens genauso gefährlich ist. Ob da ein Zusammenhang besteht zu unserem heutigen Mordfall? Das gilt es herauszufinden. Sie sind die Detektive und fahnden nach dem Täter, dem Tatort und der Tatwaffe. Und wir lassen Sie nicht allein. Guten Abend an mindestens 100 Studiodetektive. Hallo. Wir werden gemeinsam den Mörder finden, das verspreche ich Ihnen. Und ich verspreche noch eins, der Schnellste, der Genialste und der Beste hier im Saal, der bekommt unsere Cluedo-Reise. Aber zunächst gilt es, einen Mordfall aufzuklären und das hier sind unsere 6 Mordverdächtigen. Die Baronin Elisabeth von Porz, Oberst Friedrich Wilhelm von Gatow, Gloria Thorbach, Dr. Peter Blom, Frau Helene Weiß, hallo, und natürlich Pfarrer Clemens Grün. Eine dieser 6 Personen wird heute Abend den Mord begehen. Und sie wird eine dieser Mordwaffen hier benutzen, liebe Zuschauer. Passen Sie gut auf. Vielleicht eine zerschlagene Flasche oder eine Geflügelschere. Vielleicht benutzt der Mörder einen Wagenheber oder eine giftige Schlange. Vielleicht erschießt er sein Opfer mit einem Gewehr oder er erdrosselt es mit einem Verlängerungskabel. Eine dieser Waffen ist die Mordwaffe, liebe Zuschauer. Und das hier hinter mir, Schloss Leonberg, der Ort des Geschehens. Aber wo genau in welchem Zimmer spielt sich das Drama ab? Vielleicht in der Küche oder im Esszimmer, im Billardzimmer oder im Salon? Lassen sich Spuren in der Bibliothek finden oder vielleicht im Arbeitszimmer? Einer davon, liebe Zuschauer, ist der gesuchte Tatort. Und ich kann Ihnen eines sagen, passen Sie gut auf. Nehmen Sie sich in Acht, denn der Mörder lauert sein Opfer bereits auf. Ach, Friedrich, und dabei habe ich mich doch so auf dich gefreut. Ich mich doch auch, Elisabeth. Du weißt, wie sehr ich deine Soiree schätze, aber was sein muss, muss sein. Nichts Schlimmes, hoffe ich. Nein, nein, warum denn? Die hohen Herren der Rüstungsindustrie haben zu einem Meeting gebeten. Den ganzen weiten Weg bis Essen. Die Wege in der Sahara waren weit. Aber zu unserem Picknick bist du doch wieder zurück. Ja, aber natürlich. Ich erwarte euch an unserem Lieblingsplatz. Bitte bemühe dich nicht. Ich finde alleine nach. Und Sie, Herr Pfarrer, werden Sie denn auch dabei sein? Mein Wort als Gottesmann. Ach ja. Na, meine Süßen? Ich finde diese Tiere faszinierend. Außerdem braucht man ihr Gift für die Heilmittelforschung. Ich finde, diese Biester gehören zurück in den Urwald oder wo immer sie herkommen. Frau Weiß, die bleiben nur noch eine Woche hier. Was, noch eine Woche?
Das halte ich nicht aus. Ich habe sie doch schon erklärt. Nein. Ich habe meiner Tante versprochen, eine Woche lang ihre wertvollen Schlangen zu hüten. Sie ist nun mal meine reichste Verwandte. Und wenn jetzt auch noch eine Reportage darüber gemacht wird, na ja, dann haben wir eben alle was davon. Das ist doch alles wieder natürlich. Kühe werden gemolken, aber keine Schlangen. Also entweder die verschwinden oder ich gehe. Oh, weiß. Ach, was hat sie denn? Sie hat bloß ihren Rappel wegen der Schlangen. Ach, ehrlich gesagt, ich bin auch froh, wenn die wieder weg sind. Was für wunderschöne Geschöpfe. Allein die Symmetrie ihrer Zeichnungen verrät die Hand des Schöpfers. Ja, doch Frau Weise hat recht, es ist wieder die Natur, diese wunderbaren Wesen ihrer Freiheit zu berauben. Schön und gut, Herr Pfarrer, aber wenn man sie aussetzt, könnten sie jemanden umbringen mit ihrem Biss. Zum Beispiel auch einige ihrer geliebten Wildkatzen. Peter, hat sich diese Journalistin denn nun gemeldet? Sie müsste doch schon seit einer Stunde hier sein. Sie wollte doch ihren Artikel über die Schlangen hier auf Schloss Leonberg schreiben. Ja, haben Sie denn nichts mehr von ihr gehört? Nein, keinen Ton. War es schon so spät? Ich muss los. Du lieber Himmel, wie viel Uhr? Ich muss mich beeilen. Leserschaft. Vielleicht kann ich sie überzeugen und sie schreibt einen Artikel über die Bedrohung unserer Umwelt. Nicht zu vergessen ihre geliebten Wildkatzen. Man erzählt sich ja allerhand über sie, nicht wahr? Man sagt, sie sei sehr direkt und sie lässt nichts aus. Bilden Sie sich doch Ihr eigenes Urteil, Herr Pfarrer. Sie muss ja nun wirklich jeden Moment kommen. Nein, tut mir leid, ich muss jetzt los. Aber ich werde ja heute Abend dazu die Gelegenheit haben. Könntest du das zu den anderen Giftfläschchen in den Kühlschrank stellen? Wieso hast du es denn so eilig? Ich muss mich wirklich beeilen. Du hast mir noch gar nicht gesagt, wo du hingehst. Du hast mich auch nicht danach gefragt. Na, endlich! Hast du dich doch noch aufraffen können zu kommen? Steig ein. Mal sehen, ob der alte Zauber noch wirkt. Keine Ahnung. Herzlich willkommen auf Schloss Leonberg. Sag mal, das ist ja das reinste Mittelalter. Wir fühlen uns ganz wohl hier. Wie kann man denn nur leben in so einer Bruchbude? Das ist Gewöhnungssache. Ah. Möchten Sie eine Erfrischung? Nein, danke, bloß nicht. Ich möchte bloß diesen pulverisierten Kuhmist oder was das ist loswerden. Ich fühle mich, als hätte ich eine Gesichtsmaske aus Dreck. Ganz so schlimm sehen Sie auch wieder nicht aus. Hm. Sag mal, gibt's denn hier draußen schon so etwas wie Duschen? Ja, selbstverständlich. Und seit ein paar Tagen haben wir sogar elektrisches Licht. Welches Zimmer? Das chinesische. Dort können Sie sich etwas frisch machen vor dem Dinner. Hm? Dinner. Daran. Peter. Wie schaffst du es nur, in so einer Umgebung zu überleben? Tja, eine etwas seltsame Person, nicht? Journalistenpack. Und er scharwinzelt hinter ihr her. Köstlich, Frau Weiß, Sie haben sich mal wieder selbst übertroffen. Sind Sie schon fertig? Allerdings. Aber davon könnte ich noch ein Schlückchen vertragen. Sie habe ich schon irgendwo gesehen. Ich glaube nicht. An eine Frau wie Sie müsste ich mich doch erinnern. Doch. Irgendwo. Sehr unwahrscheinlich. Es sei denn, Sie hätten schon mal seine kleine Dorfkirche besucht. Was noch weniger wahrscheinlich ist. Wir haben Ihnen zu Ehren für morgen ein Picknick geplant. Da kommen Sie mal hinaus in die Natur. Können die Ländereien besichtigen, die zum Schloss gehören? Oh je. Ich bin kein Picknicktyp. Mücken und die Ameisen scheinen was gegen mich zu haben. Wer hätte das gedacht? Sie könnten so mal erleben, was für ein geruhsames und entspanntes Leben wir hier führen. Ruhe sanft. Überlegst du doch noch mal. Wir könnten schwimmen gehen. Na ja, was soll's. Vielleicht wird's wirklich ganz lustig. Da gehen wir eben alle. Picknicken. Na wunderbar, dann ist das also geregelt. Den Kaffee nehmen wir in der Bibliothek. Herr Pfarrer,
Würden Sie, Frau Richter, in die Bibliothek begleiten? Na dann mal los, Hochwürden. Aber mit dem größten Vergnügen. Peter? Fuß! Ich wollte nur nicht ungesellig erscheinen. Lassen wir doch den Pfarrer mit der Journalistin einen Moment allein. Es geht ihm doch so um die Rettung seiner Wildkatzen. Eines der schönsten von Gottes Geschöpfen. Und es ist vom Aussterben bedroht. Erstaunlich. Oh, es freut mich von Herzen, dass Sie sich dafür interessieren. Ich hatte nämlich insgeheim gehofft, Sie könnten etwas schreiben über die Wildkatze. Wir brauchen dringend Geld für unser Projekt. Eine Finanzspritze, wie man so sagt. Wenn Sie wüssten, wie schwer... Sie sind Pfarrer Clemens Grün. Sie standen vor Gericht 1985 wegen missbräuchlicher Verwendung von Spendengeldern in Höhe von 10.000 Mark. Pfarrer Clemens Grün. Das muss ein Irrtum sein. Oh nein. Ich war damals Volontärin und schrieb Gerichtsreportagen. Und wenn mich eines nie im Stich gelassen hat, dann das hier. Mein fotografisches Gedächtnis. Meine Unschuld wurde bewiesen. Mitnichten. Die Schöffen konnten sich nicht einigen. Man könnte sogar leugnen, es seien einflussreiche Leute aus ihrer Pfarrei unter den Schöffen gewesen. Ich bitte Sie, das ist doch alles schon so lange her. Das bringt mich auf eine wunderbare Idee für eine ganze Serie. Was ist geworden aus? Das Blatt wird begeistert sein. Entschuldigung, ich fühle mich so miserabel, ich kann leider nicht mitkommen. Oh. Ach, ob es wohl am pulverisierten Kuhmist liegt? Gloria. Ach, das würde mich nicht wundern. Aber ihr müsst natürlich gehen, ich bestehe sogar darauf. Ich will euch ja den Tag nicht verderben. Außerdem habe ich noch eine Geschichte zu schreiben. Ja, aber sind Sie denn sicher, dass Sie hier allein zurechtkommen? Aber klar. Du wirst uns fehlen. Aha. Lieb von dir. Also macht euch noch einen schönen Tag. Ja, jetzt auf Peter abgesehen. Vielleicht will sie nur in Ruhe ihren Artikel schreiben. Das möchte ich ihr auch geraten haben. Wenn die sich noch mal so an ihn ranschmeißt, dann sorge ich für Ruhe. Regen Sie sich doch nicht auf, Fräulein Gloria. Ich bin ja auch noch da. Was wollen Sie denn damit? Na, die ist für das Huhn. Das Huhn ist bereits zerlegt. Legen Sie es zurück in die Schublade. In die obere, bitte. Wieso bist du denn heute so etepetete? Jedes Ding hat seinen Platz, das gehört sich so. Genauso gehört es sich, dass man es einem Huhn mit einer Geflügelschere besorgt. Lass das Picknick aus, wir treffen uns, vernichte den Brief. Gott sei Dank, ich hatte schon befürchtet, ich käme zu spät. Ja, ich weiß auch nicht, wo die alle bleiben. Ich sorg mal für ein bisschen Bewegung. Trinken. Ja.
Gloria, bitte. Das Gehub ist ja noch schlimmer als die Warterei. Na, da kommt immerhin unser Doktor. Naja. Wo kommst denn du her? Das nächste Mal bringe ich eine eidesstattliche Erklärung mit. Ja, wo bleibt denn bloß Frau Weiß? Gloria, bitte! Ach, naja, der Oberst wird glauben, wir kommen überhaupt nicht mehr. Ich würde mich nicht wundern, wenn er ebenfalls zu spät käme. Da kommt sie ja. Es wurde auch langsam Zeit. Ja, worauf warten wir denn noch? Fahren Sie los, Fräulein Gloria. Helene, wo ist der Korkenzieher? Na, in dem Korb mit dem Hut. Um Himmels Willen. Jetzt habe ich in der Eile den zweiten Korb vergessen. Helene! Na prima, ein Picknick ohne Picknick. Soll ich uns was schießen? Peter, Sie enttäuschen mich zutiefst. Erst halten Sie Reptilien auf kleinstem Raum eingesperrt und dann wollen Sie auch noch hilflose Hasen abschlachten. Haben Sie denn kein Herz für unsere pelzigen Brüder und Schwestern? Und das Roastbeef, das Sie gestern mit großem Genuss verspeist haben, Herr Pfarrer. Was glauben Sie wohl, wo das herkam? Friedrich, könntest du zurückfahren und den zweiten Picknickkorb holen? Ja, an sich schon, aber... Bitte, wie ist mit Ihnen? Ich bin heute genug gefahren. Nicht solange die schwarze Witwe im Schloss ihre Netze spinnt. Fahren Sie, Herr Pfarrer. Ja. Zu ihm habe ich mehr Vertrauen. Oh nein. Einer muss fahren. Du. Also gut. Oh, die nehme ich aber mit, damit in meiner Abwesenheit nicht irgendwelche unschuldigen Tiere dahin geschlachtet werden. Sancerre, ein guter Tropfen. Euer Gast wäre bestimmt nicht abgeneigt. Woher wissen Sie denn, dass sie trinkt? Haben Sie das nicht selber mal erwähnt, Gloria? Außerdem ist die Frau Journalistin. Na, endlich! Fährt aber schnell! Ist doch sonst nicht seine Art. Also der kriegt meinen Wagen bestimmt nicht wieder. Was ist denn mit Ihnen los? Sie ist tot! Diese schreckliche Frau ist tot! Was machen wir jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Ganz klar, wir suchen den Mörder, die Waffe, die er benutzte und den Ort des Verbrechens. Und dazu müssen uns alle sechs Verdächtigen von Schloss Leonberg Rede und Antwort stehen. Hier sind sie. Einer davon ist der gesuchte Mörder und wir werden ihn finden. Gleich. Auf Schloss Leonberg ist die Journalistin Sibylle Richter ermordet worden und wir suchen den Täter. Hier sind die sechs potenziellen Mörder von Schloss Leonberg. Die Baronin Elisabeth von Porz. Hatte sie einen Grund, sich vor der schnüffelnden Reporterin zu fürchten? Oberst Friedrich Wilhelm von Gatow. Weshalb wollte er das Schloss wirklich verlassen? Gloria Torbach. Packte sie die Eifersucht tödlich? Dr. Peter Blom, was verband ihn mit Sibylle Richter? Frau Helene Weiß, warum verließ sie vor dem Picknick als Letzte das Schloss? Und Pfarrer Clemens, wollte er den angedrohten Artikel verhindern? Einer davon ist der Mörder und wir werden ihn finden. Bitte nehmen Sie Platz. Sagen Sie, Herr Pfarrer, finden Sie das nicht ein bisschen gefährlich, ohne Führerschein durch die Gegend zu fahren? Ach, das ist auch wieder so eine Geschichte. Was? Eine Verleumdung. Es wurde behauptet, ich hätte meinen Führerschein mal abgeben müssen, wegen Trunkenheit am Steuer. Aber das war nicht so. Das war eine Verwechslung. Aber wie das immer so ist mit Gerüchten, man kriegt sie nachher nicht wieder raus aus der Gemeinde. Na gut, dann wollen wir Ihnen mal einfach glauben. Liebe Zuschauer, Sie zu Hause können sich Ihre Meinung auch schon mal bilden. Wer könnte der Mörder sein? Schreiben Sie sich das am besten auf. Und hier im Saal, liebe Studiodetektive, bitte geben Sie Ihre erste Vermutung in den Computer ein. Das heißt, wir suchen den Mörder, die Mordwaffe und den Ort des Geschehens.
Die Kombination können Sie natürlich jederzeit ändern während der Show, das ist klar. Und auf den schnellsten und den genialsten unter Ihnen, das wissen Sie, wartet unsere Cluedo-Reise. Und der Computer wertet außerdem alles sofort ein, was wir eingeben. Das heißt, wir können hier schon unsere erste Hochrechnung bekannt geben. Liebe Zuschauer zu Hause, im Moment sieht es hier im Studio so aus, dass 16% Gloria Thorbach verdächtigen, 18% unseren Pfarrer Clemens mit oder ohne Führerschein und die absolute Mehrheit von 42% sagt, es war Frau Weiß. Mein Gott! Ich? Das ist ja unmöglich, aber gedulden Sie sich, sie ist entsetzt, ob sie Recht dazu hat oder nicht. Das werden wir herausfinden, liebe Zuschauer, denn wir werden die 6 Verdächtigen jetzt verhören. Ich bin bei Ihnen und die Dame hebt schon ihren Finger. Möchten Sie anfangen? Guten Abend. Guten Abend. Eine Frage an die Frau Weiß. Wieso haben Sie als Letzte das Schloss verlassen? Ja, das ist meistens so. Ich gucke immer noch mal, ob was rumliegt, ob die Hähne abgedreht sind, ob das Licht aus ist und so weiter. So, der Herr hier hat eine Frage. Guten Abend. Guten Abend. Eine Frage an den Pfarrer Clemens. Haben Sie den Brief geschrieben, ins Bett gelegt und wollten sich dann mit der Reporterin treffen? Nein. Ich möchte von Dr. Peter Blom wissen, ob er alle Schlangen gemolken hat. Nein, nicht alle Schlangen, weil zum Beispiel diese farbigen Schlangen, die Sie gesehen haben, das sind keine Giftschlangen, die kann man gar nicht melken. Ich hatte nur die Kobra gemolken. Es war eine Triangulum, auch genannt die Königsnatter, und Nattern sind nicht giftig. Mhm. Guten Abend, Sie haben eine Frage. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Oberst. Herr Oberst, warum wissen Sie, welchen Wodka die Reporterin getrunken hat oder welche Trinkeigenschaften die Reporterin hat? Mhm. Sehen Sie, mit Journalisten und Zeitungsleuten ist es ähnlich wie mit Schauspielern. Entweder sie lieben oder sie saufen. So, guten Abend. Bitte schön. Ich hätte eine Frage an die Frau Weiß, weil ich glaube, dass sie die Kiste aufgemacht hat, wo die Schlangen drin waren, warum sie die Verschlüsse aufgemacht hat. Man sieht zwar nur die Hände, aber ich glaube, dass es die Frau Weiß war. Mhm. Tja, Frau Weiß. Naja, als ich dann zurückging und nochmal überall gelüftet habe, habe ich gedacht, die brauchen ein bisschen Luft. Jetzt bei Ihnen noch eine Frage, bitte. Okay, eine Frage an die Gloria. Und zwar, wo Sie wieder zurückgegangen sind, um nochmal zu rufen, dass alle kommen sollen. Von wo aus haben Sie da gerufen? Aus welchem Zimmer oder? Ich war im Flur. Mhm. Und Sie haben nur gerufen und sind wieder zurückgegangen? Mhm. Okay. Gut. So, ich denke, hier sind noch Fragen, aber liebe Zuschauer, behalten Sie sie für gleich. Denn erstmal habe ich eine Frage und ich frage einfach Sie mal, wen Sie jetzt für den Mörder halten. Helene Weiß. Auch Frau Weiß, Sie waren unter den 42% wahrscheinlich. Mhm. Und warum Frau Weiß, wie kommen Sie auf Sie? Das mit der Schlange da, ganz am Anfang. Aha, gut, weil sie das Terrarium geöffnet hat. Genau. Was meinen Sie, welches dann das entsprechende Mordwerkzeug war? Die Schlange. Mhm. Und wo? Im Arbeitszimmer. Wo die Schlangen auch standen. Ja. Also, der Herr hier ist der Meinung, es war im Arbeitszimmer, es war Frau Weiß mit der Schlange. Und ich gratuliere, wir haben eine richtige Vermutung. Nur welches davon ist richtig? Das ist die große Frage. Vielleicht kann uns Hauptkommissar Thaller weiterhelfen. Er befindet sich mittlerweile auf Schloss Leonberg und erwartet gerade ein Geständnis. Bravo, Doktor. Ach. Sie scheinen kein besonderer Schlangenfreund zu sein, Herr Oberst. Alles, was ich von Schlangen weiß, ist, dass ich einen großen Bogen um sie herum mache. Das ist erstaunlich. Oh Gott, wie jeder den gefangen hat. Wollten Sie was, Frau Weiß? Was gibt's denn? Ich weiß, ich habe sie umgebracht. Ich habe es getan. Jetzt setzen Sie sich mal erst. Nein, erst muss ich das hier loswerden. Ich habe sie getötet. Aha. Und wie? Ich habe es nicht mehr ausgehalten mit all den Biestern hier im Schloss. Und da habe ich die Käfige aufgemacht, damit sie weg sind, wenn wir wiederkommen. Und da hat diese Schlange wohl die Frau Richter gebissen. Ich habe diese Schlange erst heute Morgen gemolken. Sie waren selbst dabei.
Nach so kurzer Zeit hätte sie nicht einmal genug Gift produziert, um eine Maus zu töten. Dr. Blom hat völlig recht. Dann muss es ein anderer gewesen sein. Da ist das Biest raus, hat die Frau Richter gebissen und ist wieder zurück in den Käfig. Es sind Schlangen, Frau Weiß, keine Brieftauben. Wie kommen Sie überhaupt darauf, dass Frau Richter durch einen Schlangenbiss gestorben ist? Ja, die Schlange ist doch raus aus dem Käfig und die Frau Richter ist tot. Ja, war es denn kein Schlangenbiss? Das wird sich herausstellen, Frau Weiß. Sie melken diese Schlangen. Ja, das Gift kommt in den Kühlschrank für Forschungszwecke. Vollzählig versammelt? Es sind alle da. Das duftet. Sie müssen mir mal gelegentlich eines Ihrer Rezepte verraten, Frau Weiß. Gute Köche behalten Sie für sich, Herr Inspektor. Aber die entscheidende Zutat wird geheim gehalten. Hier ein Gewürzchen, da ein Tröpfchen von diesem und jenem. Wegen des Schlangen und Spendengelder. Meine Damen und Herren, bis ich den gerichtsmedizinischen Befund über die Todesursache in Händen habe, muss ich Sie alle bitten, das Schloss nicht zu verlassen. Gilt das auch für mich? Könnten Sie mir einen Grund sagen, warum nicht, Herr Oberst? Nun, ich habe ein paar sehr wichtige Dinge zu erledigen, geschäftlicher und privater Natur. Ja, auch bei mir stehen Dinge an, die ich mich... Moment. Hier besteht doch wohl ein ganz kleiner Unterschied. Ich habe mit dieser unglückseligen Situation wirklich nichts zu tun. Wollen Sie mir vielleicht damit unterstellen, ich... Ich unterstelle gar nichts, Grimm. Wie kommen Sie dann dazu, mich zu beschuldigen, Friedrich? Ich versuche logisch zu sein. Zu dem Zeitpunkt, da das Unglück passierte, war ich kilometerweit entfernt, was fünf oder... Ja, sagen wir besser, vier Leute bezeugen können. Das ist sicher richtig, was Sie so sagen, Herr Oberst. Dennoch wäre es mir lieber, wenn Sie hier blieben. Ähnliches ließe sich ja auch von allen anderen sagen. Von fast allen. Ihr glaubt, ich sei es gewesen. Ihr alle. Bloß deshalb, weil ich die Gelegenheit dazu hatte. Ihr habt mich insgeheim schon abgeurteilt, aber man kann doch niemanden verurteilen, bloß weil er die Gelegenheit zu einem Verbrechen hatte. Das ist richtig, Herr Pfarrer. Um jemanden verdächtigen zu können, braucht es eine Gelegenheit und ein Motiv. Da lesen Sie mal. In diesem Text hat die Verstorbenen zum Zeitpunkt ihres Todes gearbeitet. Was ist es? Im Moment nur für die Augen unseres Herrn Pfarrer. Frau Richters Unvollendete. Gut, dass wir einen Herrn Kommissar haben, der nicht ganz so streng ist. Der hat alle sechs Mordverdächtigen zu uns ins Studio gelassen, damit wir sie verhören können. Außerdem hat er uns die Mordwaffen überlassen, kurzzeitig. Und das sind heute eine Schlange, Gott sei Dank keine echte, in diesem Fall, ein Wagenheber, eine Geflügelschere, ein Verlängerungskabel, ein Gewehr und eine zerbrochene Wodkaflasche, liebe Zuschauer. So, guten Abend, die Dame hat eine Frage, bitteschön. Ja, an den Herrn Pfarrer, Sie haben doch dem Herrn Dr. Blom das Gewehr beim Picknick abgenommen. Ja. Hatten Sie das eigentlich wieder dabei, als Sie mit dem Wagen zurückkamen? Nein. Wo hatten Sie denn das gelassen? Das habe ich im Schloss gelassen. Ach, im Schloss. Mhm. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr über eine Mordwaffe, bitteschön. Ich habe auch eine Frage an Herrn Pfarrer, und zwar, was ist bei Ihnen vorgegangen, als so alle gegen Sie waren im Schloss? Mhm. Was haben Sie da gefühlt? Ich war verzweifelt. Das kann ich mir denken. Und Sie sind bestätigt worden. So, der Herr hier hat eine Frage. Entschuldigung.
So, bitteschön. Herr Pfarrer, warum haben Sie das Gewehr wieder im Schloss lassen und warum haben Sie es überhaupt aus dem Auto raus? Ich habe es doch mitgenommen, weil ich nicht wollte, dass auf einem friedlichen Picknick irgendwelche Tiere totgeschossen werden. Deshalb bin ich ja auch in das Schloss gefahren, habe mich bereit erklärt zu fahren, um dieses tote Huhn zu holen. So, war das eine Meldung? Eine Frage an den Herrn Dr. Blom. Ja. Kannte er die Reporterin vorher? Ja, die kenne ich schon sehr lange, seit 7 Jahren. Die hat wunderbare Artikel geschrieben in Geo und in Natur und so, also über Tiere. Und ich wusste einfach, dass sie sich für Tiere interessiert. Und da ich die Schlange im Hause hatte, dachte ich, na, ich lade sie ein. Dr. Blum, ja. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie nur die Frau des Opfers verehrt haben wegen ihrer Artikel. Sie ja. waren aber die ganze Zeit sehr... sehr vertraut mit dieser Frau. Ich mag sie einfach gerne. Ach, also, aber sie sind auf. Zum Beispiel so, kannst auch du dir nicht vorstellen, dass es auch eine Beziehung zwischen Mann und Frau gibt, ohne dass man gleich in die Kiste springt? Nee. Geht das schon wieder los? Ich kann es mir nicht vorstellen und bei dir schon gar nicht. Aber ich glaube auch, wir haben eine Nacht zusammen verbracht und ich habe der Frau auch ganz klar gemacht, dass das mein Freund ist und dass sie die Finger davon lassen soll. Die Nacht haben wir zusammen verbracht, wenn du dich gut erinnerst vielleicht, ja? Teile der Nacht. Okay, bevor das eskaliert hier unten, meine Damen und Herren, Entschuldigung, aber da unterbreche ich einfach mal. Ihre Frage ist, glaube ich, somit mehr oder weniger beantwortet. Ja, Entschuldigung. Gut, ich danke Ihnen, um das Ganze hier ein bisschen aufzuhellen. Dieses ganze Dunkel, in dem wir uns befinden, liebe Zuschauer, sollten wir eine Vermutung anstellen. Das heißt, ich möchte wissen von einem der Zuschauer, wer ist der Mörder, welches die Tatwaffe und welches der Tatort. Und ich frage einfach mal die junge Dame hier. Guten Abend. Guten Abend. Also ich habe den Pfarrer Clemens. Aha. Die Wodkaflasche, da weiß ich allerdings noch nicht so, ob das richtig ist, mhm. und das Arbeitszimmer. Sie sagen also, das Ganze war im Arbeitszimmer, es war Pfarrer Clemens mit der Wodkaflasche. Und ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch, davon ist gar nichts richtig. Das ist aber auch gut so, denn Herr Pfarrer Clemens ist somit entlastet. Sie sind also nicht der Mörder. Das heißt, Sie werden auch jetzt... und vorher auch schon auf jeden Fall die Wahrheit sagen, wenn Sie befragt werden. Und es war auch nicht die Wodkaflasche und es war auch nicht das Arbeitszimmer, das können wir uns merken. Aber es tut sich ein Rätsel auf, wer ist nun der gesuchte Mörder? Vielleicht weiß Hauptkommissar Thaller mehr. Also die verstorbene Frau Richter hatte beim Abendessen gesagt, dass sie mitkommen würde zum Picknick. Und am nächsten Morgen hatte sie sich anders entschieden. Ja, beim Frühstück hat sie gesagt, dass sie sich nicht wohl fühlt. Haben Sie eine Ahnung, wer zuletzt in Ihrem Zimmer war, bevor sie zu Bett ging? Ich? Nachdem ich die Suppe aufgetragen hatte, ist mir eingefallen, dass ich keine frischen Badetücher in ihr Zimmer gelegt hatte. Ja, wobei sie doch die ersten gleich nach ihrer Ankunft zum Duschen verbraucht hatte. Da bin ich schnell rübergerannt und habe das erledigt. Und dann habe ich auch ihr Bett aufgedeckt. Haben Sie da etwas auf Ihrem Kopfkissen bemerkt? Nein. Hat Herr Blum je Gelegenheit, unbemerkt in Ihr Zimmer zu gelangen? Ach, das hätte ihm so gepasst, aber Fräulein Gloria hat ihn nicht aus den Augen gelassen. Und Fräulein Gloria selbst und die Baronin? Nein, wir haben ja zusammen die Vorbereitungen für das Picknick besprochen. Und Pfarrer Clemens? Der Herr Pfarrer hat Frau Richter gleich nach dem Dinner in die Bibliothek begleitet. Frau Richter ist früh zu Bett. Ja, und der Herr Pfarrer ist auch gleich danach gegangen. Hätte er denn nicht am Gästezimmer vorbeischauen können? Der Herr Pfarrer? Nein. Ich habe ihn ja selbst hinaus begleitet. Stehen und lassen niemanden hinein. Und wenn die Frau Baronin? Niemanden, habe ich gesagt, ist das klar? Jawohl, Hauptkommissar. Für Sie, Herr Eilboden. Dankeschön. Ist das der Obduktionsbericht? Woran ist sie denn nun gestorben? Das kann ich Ihnen noch nicht verraten. Nur so viele. Es war keine ihrer Schlangen. Was nicht heißt, dass Sie entlastet sind. Ich weiß, wer Sie umgebracht hat, Baronin. Wer? Die betreffende Person muss sich selbst verraten. Wir müssen sie überrumpeln.
Kann ich auf Ihre Mithilfe zählen? Ja, selbstverständlich. Auch wenn diese Enthüllung für Sie unerfreulich sein sollte? Ich muss Klarheit haben. Das bin ich diesem Hause schuldig. Ich danke Ihnen, Baronin. Ich hoffe nur, die anderen sehen das auch so. Sie sind verhaftet. Ich kann's nicht glauben. Wer hätte gedacht, dass... Ob Dr. Peter Blom wirklich der Mörder ist, auch Hauptkommissar Thaller kann sich manchmal irren. Wir wissen auf jeden Fall eines, dass unser Herr Pfarrer den Mord nicht begangen hat. Und ich sage Ihnen jetzt mal eines, liebe Zuschauer, hier im Saal meinen 21% Gloria sei die Mörderin, 22% sagen, es sei der Oberst von Garte und jetzt halten Sie sich fest, 59% verdächtigen Frau Weiß. Immer noch, das ist ja nicht möglich. So, jetzt bin ich wieder bei Ihnen, bitteschön. Frau Weiß, Sie kennen sich da im Haus gut aus. Was glauben Sie, hat denn der Kommissar im Salon gefunden, dass er da gleich zugeschlossen hat? Hinter dem Kissen. Das kann ich auch nicht sagen. Überhaupt keine Ahnung, Frau Weiß? Nö, sie weiß es nicht, aber es war wohl irgendwas Besonderes. An die Frau Baronin, hatten Sie keine Bedenken, eine Ihrer Freunde zu verdächtigen oder dass da eine Ihrer Freunde überführt wird? Ach so, Sie meinen das Gespräch mit dem Kommissar? Mhm. Nein, hören Sie mal, ich meine, ich muss ja wissen, was da geschehen ist. Schließlich wird ja nicht auf Schloss Leonberg jede Woche jemand ermordet, ne? Da kann ich ja nur lachen, denn das ist überhaupt nicht richtig. Jede Woche geschieht dort ein Mord. Wen halten Sie für den Mörder? Die Frau Weiß. Aha. Ja, Frau Weiß, Sie kommen heute einfach nicht drum rum. Warum denn bloß? Vermutlich, sie hat sie mit der Geflügelschere erstochen. Ah. In der Bibliothek. Das trauen Sie mir zu, ja, einer Frau? Ja, weil Sie die, ihre Ziehtochter in Schutz nehmen, beziehungsweise wollten ihr helfen, die... Also einen Mann würde ich vielleicht umbringen, aber eine Frau niemals. Doch, doch. Jetzt muss ich Ihnen eines sagen. Liebe Zuschauer, der Herr hier meint, der ganze Mord ist passiert in der Bibliothek. Es war Frau Weiß mit der Geflügelschere und davon stimmt leider gar nichts. Wunderbar. Es ist wunderbar, ich danke Ihnen. Frau Weiß wird Ihnen von Herzen danken, sie ist entlastet. Ich danke Ihnen sehr. Und es war auch nicht die Geflügelschere und auch nicht die Bibliothek. Aber hier sind böse Fragen und schwere Vermutungen und harte Fragen. Und ich kann gut verstehen, dass den sechs Verdächtigen dabei auch der Appetit vergeht. Herr Pfarrer, Sie haben meine Kekse doch noch nie verschmäht. Was ist denn? Eine Schlange. Ich habe sie gesehen. Ach Unsinn. Der Kommissar hat alle Terrarien abtransportieren lassen. Da war eine Schlange da unter den Kissen. Das kann nicht sein. Nee. Du. Da ist nichts, Fritz. Alle Schlangen wurden abgeholt. Helene, wie sah sie aus? Sie war ungefähr so lang und schwarz und dick. In der Angst sehen alle Dinge größer aus, Frau Weiß. Würde eine Eidechse gewesen sein. Elisabeth, bitte. Helene, versuchen Sie sich zu erinnern, wie genau sah sie aus? Ja, es ging alles so schnell, aber ich glaube schwarz. Und sie hatte sowas wie eine Haube. Es war eine Eidechse, ich fange sie. Du bleibst hier, wo du bist. Was Helene gesehen hat, ist eine Kobra. Fritz, hast mir doch gesagt, dass du von Schlangen nichts verstehst. Schwarz und mit einer Haube, es ist eine Kobra. Holen Sie Blumen, Clemens. Wie denn? Das ist bei Thaller. Fritz, es kann doch nicht sein. Geh da rüber und verhalte dich ruhig. Gummi. Die Echte haben wir eingefangen und in sicheren Gewahrsam gebracht. Aber Sie wussten, dass hier in diesem Zimmer eine Kobra sein könnte, nicht wahr? Herr Thaller hat also einen neuen Mordverdächtigen, den Oberst Friedrich Wilhelm von Gartow. Ist es auch Ihr Mordverdächtiger, liebe Zuschauer? Ich sage Ihnen mal, wie es bei uns hier im Saal aussieht.
17% verdächtigen Dr. Peter Blom, 30% Gloria Torbach und die Mehrheit, wer hätte es gedacht, den Oberst. Tja, dazu fällt ihm nicht mehr viel ein. Wer hatte sich gemeldet? Oh, das waren Sie. Guten Abend. Guten Abend. Bitte schön. Herr Oberst von Gatow, woher kannten Sie die Tote? Und wie lange kannten Sie die? Gute Frage. Naja, kennen, das ist immer eine zweischneidige Geschichte. Entweder man kennt jemanden oder man kennt ihn doch nicht. Ja, sie war mir bekannt, ja. Kann das sein, dass Sie in der Zeit, als Sie in der Fremdenlegion waren, mit ihr schon zu tun hatten? Nein, zu der Zeit nicht, erst nach der Legion. Und jetzt sind Sie an der Reihe, hallo? Hallo, ich habe eine Frage an die Baronin von Porz. Ja. Waren Sie in Kenntnis von der Verbindung zwischen dem Oberst und der Journalistin? Auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Ich glaube das auch noch gar nicht. Und ich denke, es ist wieder Zeit, eine Vermutung aufzustellen. Und ich frage einfach mal den Herrn hier. Guten Abend. Ich glaube auch, Oberst von Gatow. Sie meinen, es war der Herr Oberst. Ja. Oh, oh. Und was meinen Sie womit? Ja, eventuell mit der Schlange. Mit der Schlange. Und was sagen Sie wo? Ja, Oh, das war Ihre Frau, bitteschön. Ich bin in die Küche eingegeben. Vielleicht war der Gin vergiftet. Okay, dieses Ehepaar hier ist der Meinung, das Ganze war in der Küche. Es war der Oberst von Gatow mit der Schlange und ich kann nur sagen, wunderbar, davon sind zwei richtig. Tja, und wir haben immer noch vier Verdächtige hier im Saal, die behaupten, ich bin es nicht gewesen. Und wir wollen einfach mal sehen, wer es wirklich war. Hauptkommissar Thaller wird es uns verraten in ein paar Minuten. Wir stecken noch mitten im Mordfall Sibylle Richter. Sie ist umgebracht worden auf Schloss Leonberg und wir suchen den Mörder, die Mordwaffe und den Ort des Verbrechens. Liebe Zuschauer, wenn Sie Ihre Meinung noch mal ändern wollen, auch hier im Saal, dann tun Sie das bitte jetzt. Sie bekommen dafür noch 5 Sekunden Zeit. Ab jetzt! Aus, jetzt geht nichts mehr. Sie müssen sich entschieden haben. Die 5 Sekunden sind um und Hauptkommissar Thaller führt uns noch einmal auf Schloss Leonberg, wo er uns den Mörder zeigt. Elisabeth. Niemand außer Ihnen hatte die Möglichkeit, die Botschaft ins Gästezimmer zu schmuggeln. Das war nur während des Abendessens möglich. Nachdem Frau Weiß das Zimmer verlassen hat und bevor Sibylle Richter sich dorthin zurückzog. Nach den vielen Jahren Dienst in der Legion sehnte ich mich nach einem sogenannten zivilisierten Leben. Großstadt, Kunst, Kultur, Intellektuelle etc. pp. Ich kam nach Europa zurück und lernte Sibylle und ihre Clique kennen. Lauter Chaoten und Verrückte. Literaten, Anarchisten, Huren und Heuchler, die mit Alkohol und Drogen versuchten, die Welt in den Griff zu kriegen. Ihre Welt. Zuerst fand ich es ganz witzig, doch dann ekelte es mich an. Aber Sibylle war wie ein Fieber, fiel sich an mich wie eine Klette. Ich musste also heraus aus diesem Sumpf und deshalb habe ich mich abgesetzt. Ich zog also hierher aufs Land. Meine alten Verbindungen mit der Legion machten es möglich, Kontakte zur Rüstungsindustrie aufzunehmen. Heute bin ich Berater der verschiedensten Interessengruppen, aber was viel wichtiger ist, Kommissar, ich habe hier Freunde gefunden. Und plötzlich, wie aus heiterem Himmel, meldete sich Sibylle Richter. Sie mache eine Reportage über Giftschlangen von Bloms Erbtante und sie wollte mich wiedersehen. In Wirklichkeit aber wollte sie mich zurückholen in ihrer Welt. Können Sie sich vorstellen, was es bedeutet hätte, wenn meine Brötchengeber erfahren hätten, dass sie mit Anarchisten und Linksintellektuellen Kontakt hatte? Und genau damit hat sie gedroht. Ganz abgesehen davon, dass sie bei der Baronin schlecht machen wollte. Diese Frau hätte aus verletzter Eitelkeit alles mit einem Schlag vernichtet. Ich musste also was unternehmen. Verstehen Sie das? Und bei der Baronin entschuldigten Sie sich mit einer überraschend einberufenen Sitzung mit Ihren Freunden bei der Rüstungsindustrie. Echt? Ich habe die Botschaft im Arbeitszimmer getippt. Mir war eingefallen, dass da noch eine alte Schreibmaschine rumsteht. Dann habe ich den Zettel in Ihr Zimmer geschafft. Ich wollte, dass Sie am nächsten Tag allein im Schloss blieb.
Die anderen waren alle beim Picknick und kilometerweit entfernt und hätten alle ein wasserdichtes Alibi gehabt. Ich wusste, dass sie Trinkerin war. Sie würde sich auf die Suche nach Alkohol machen. Und entsprechend habe ich die Cobra platziert. Es hätte der perfekte Mord sein können. Blom hält Schlangen im Schloss. Sibylle wird von einer dieser Schlangen gebissen. Hätte es nicht diese Verkettung unglücklicher Umstände gegeben. Und der unglücklichste Umstand, Hauptkommissar Rolf Thaller. Ja. Ganz genau, denn gegen Hauptkommissar Rolf Thaller, gegen Millionen von Detektiven zu Hause an den Bildschirmen und gegen mindestens 150 Studiodetektive hat kein Mörder eine Chance, nicht wahr? Und heute war es der Herr Oberst mit der Schlange im Salon. Wer hat das herausgefunden? Doch so viele, obwohl der Fall so schwer war, ist ja wunderbar. Ich bin gespannt, wer von Ihnen unser heutiger Gewinner ist. Gratuliere, was sagen Sie dazu? Danke, ja, ich habe eigentlich gemeint, dass es zu spät gewesen wäre. Nein, es war nicht zu spät. Wie ist Ihr Name? Klaus Beck. Herr Beck, Sie haben eine Reise gewonnen, eine großartige Belohnung von uns. Schauen Sie mal, wo es hingeht. Der Mörder ist gefasst. Sie können sich also getrost um einen neuen Fall kümmern. Wie wäre es mit der Untersuchung der Balearen? Zusammen mit Fischereisen und Hapag-Lloyd ist es nun möglich, das zu entdecken, was Ihnen bisher verschlossen blieb. Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Urlaubsfall. Das ist Ihr Applaus, Herr Beck. Frau Vogel, ich gratuliere nochmal. Danke. Wie sind Sie jetzt drauf gekommen? Das hätte ich gerne gewusst. Ja, es war so, dass nach dem zweiten Mal, wo die Tipps abgegeben worden sind, glaube ich, und am dritten Mal war es festgestanden, dass die Schlange sein muss. Ja. Und na gut, dann war also nur Küche oder Oberst von Gato. Und ich habe halt auf den Oberst von Gato gesetzt und dann, ja. Das war halt praktisch auf eine Bankspur, aber. Aber Sie haben es trotzdem geschafft, da freue ich mich ganz doll für Sie. Sie haben bereits nach 32 Minuten die richtige Lösung gefunden. Und Sie sind Frau Vogel, ja. Und Sie haben ihm dabei, glaube ich, nicht geholfen, oder? Na. Aber Sie fahren mit in Urlaub. Ja, schon. Na bitte, da haben Sie auch was davon. Klar, Urlaub nimmt Sie mit. Ihnen beiden schon mal dieses Cluedo-Spiel geben für zu Hause und wünsche Ihnen einen ganz, ganz wunderbaren Urlaub. Liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Mitspielen, herzlichen Dank hier im Saal und natürlich an alle die, die nicht den Mord begangen haben. Jetzt brauche ich noch den Herrn Oberst, denn von Ihnen hätte ich gerne was gewusst. Herr Oberst, ich möchte Sie um eines bitten. Bitte verschonen Sie die arme Frau Baronin in Zukunft mit alten Frauengeschichten. Ja? Liebe Kundin. Ja. In meinem Alter hat jeder eine Vergangenheit und wer sie nicht hat, tut mir leid. Stimmt. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.